Wir reagieren noch auf Köftespieß mit Revi und dann Spieß mit Revi in 3, 2, 1, Trommelwirbel. Ich muss übertrieben pissen. Let's go. Einfach der größte Scheiß, den ich jemals gekocht habe. Digga, es war wirklich stressig. Es war wirklich unglaublich stressig. Das macht Spaß. Was ist das? Ich weiß es nicht. Für den Herz. Ja. Warum kann man das abmachen? Ich will das auch. Ja. Erstmal alle Knöpfe hier aus. Ich bin schon sehr hübsch, muss man sagen. Ich glaube, das kriegt das wieder. Also die Küche macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Digga, die haben einfach alles falsch gekauft. Das war wirklich der dümmste und unvorbereitete Dreh, den ich jemals gesehen habe. Also beide so unglaublich lost. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind heute mal zu Besuch bei Revi. Papen, danke, dass wir hier sind. Gerne, ja, ich freue mich wirklich. Ja, ich habe vor lang nichts mehr gemacht. Zeig mal deine Frisur. Also die ist jetzt, ich habe halt nichts gemacht. Fresh. Fresh. Da hätte man natürlich das Monte-Meme einblenden können, hat man nicht gemacht, schade. Ja, aktuell haben wir beide ja leider noch keine eigene Küche, bei mir dauert es noch einen Monat. Mhm. Und deswegen demolieren wir jetzt einfach andere Küche. Genau, ja, perfekt. Da trifft sich das hier ja ganz gut. Ja. Und wir müssen hier nicht streichen, wenn was passiert. Stimmt, ja. Wir gehen dann einfach. Ja. Geil, Jungs, geil. Geil. So, wir machen heute Köftespieß. Ja. Ich wollte sagen, wir machen Köfte. Unter vegetarischen sogar, weil du Vegetarier bist. Ja, ja. Und weil diese extra Würstchen. Extra Köfte, ne? Nein, du lässt das. Okay. Dann nehme ich das Messer. Okay, alles klar, gut. Das ist Soja. Das ist Edamame. Das ist, da steht Soja, steht doch Soja drauf. Ja, Bro, aber Granulat ist so flott. Digga, also wirklich, die haben so reingeschissen. Die sollten Soja-Granulat kaufen, irgendwas, woraus wir das Köftespieß-Ding machen. Und dann bringt der Edamame-Bohnen mit, die... Also, Digga, das war so weit weg von dem, was wir eigentlich kochen sollten. Die haben so reingekackt, aber passt mal auf, Leute. Ich wäre ja nicht insane, wenn ich das nicht hinbekommen hätte, Leute, daraus was Geiles zu machen. Jetzt passt mal auf, wie ich den Spieß hier gedreht habe. Köftespieß. Glocken, sowas wie Sojahack. Woher soll ich kann man das nicht daraus machen? Wie soll ich denn daraus Sojahack machen? Wir hatten es gleich. Haben wir einen? Nee, ich hatte so einen, der mixt von alleine. Wie der Mix von alleine. Also wie stelle ich mir das vor? Also geht einfach von alleine einfach an. Einfach ohne Stab. Mhm. Also es ist einfach nur eine Klinge. Ja. Ja, genau. Du musst das Rezept noch nicht mal durchgelesen. Nee, ich habe es noch nicht durchgelesen. Ich habe erstmal das gekauft, was hier draufsteht. Ganz das kurz, warte mal. Gefunden. Wo ist denn die Minze? Achso, die habe ich nicht gefunden. Perfekt, Bro. Wir machen es ohne. Paniermehl hast du auch mit dabei, ne? Ja. Das ach krass, das haben wir so. Das ist Weizenmehl. Digga, wirklich, er bringt... Er sagt, ich habe alles gekauft. Er kommt an und gibt mir eine Packung Weizenmehl und sagt, hier das Paniermehl. Dann kommt er mit diesen Edamame-Dingern an und sagt, hier die Sojaflocken, das sind Edamame-Bohnen. Dann kommt der mit Petersilie an und sagt, hier ist die Minze. Bro, das war wirklich, also Digga... Das ist so dumm gewesen. Ich habe noch nie jemanden... Das ist wirklich, wenn du einen Blinden und Tauben in den Rewe schickst und sagst, hol mir mal Haribo. Und der kommt einfach mit einer Toilettenbürste zurück. Genauso war das. Also wirklich, da finde ich keine Worte mehr, um das zu verargumentieren. Das war so dumm, Digga, wirklich. Das war so dumm. Und Tim lacht auch noch darüber. Der braucht sich gar nicht wundern. Tim ist mindestens genauso dumm. Ich glaub das nicht. Das ist egal. Ja, safe, Bro. Gut, also angenommen, wir machen das jetzt wirklich. Wir machen jetzt diese. Warte, Sojaflocken einweichen gemäß Produktanleitung. Warte, ich guck mal, was hier draufsteht. Oh, das sind ja gar keine Sojaflocken. Also würde ich jetzt sagen. Er denkt hier gerade, oh fuck, das sind ja gar keine Sojaflocken. Machen wir die jetzt einfach. Die machen wir da rein und tun die einfach klein hacken. Das geht schon. Wir tun die einfach klein hacken. Das sieht aus wie Bohnen. Digga, er sagt doch noch, das sieht aus wie Bohnen. Das ist so hohl, Digga. Das ist wirklich, ach Mann, Digga, das ist, ach, scheiß drauf, Mann. Und ja, wer hat gerade in den Chat geschrieben, der Typ auf dem T-Shirt sieht aus wie Rezo? Das ist fucking John Lennon, Alter. Ich hab das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Hast du ja gesagt, das sieht aus wie Bohnen? Ja. Das sind Bohnen. Das sind Sojabohnen. Gut, dann mache ich das schon mal, guck mal, dann... Weil Weizenmehl geht doch auch. Nein. Warum nicht? Ist was ganz anderes. Glaub, ich weiß, wie das zu packen. Digga, der kommt mit einer Packung Weizenmehl und sagt, hier ist das Paniermehl. Junge! Ey! Guck mal, ihr könnt schon mal das Brötchen da einweichen. Ja. Alter, schütt dich nicht so!
Das Wasser muss warm sein. Es ist kalt. Achso. Bro, to be honest, ich sehe mich hier damit nicht, ne? Das sieht ein bisschen aus wie... Das sieht aber gut aus. Ja, es ist aber nicht das, was wir brauchen. Warum? Wieso nicht? Weil das nicht das ist, was wir... Also, aber Digga, so dumm. So dumm. Wir verwenden das einfach. Das geht, das geht. Okay, du bist hier der Profikoch, ne? Also, noch ein bisschen Seife. Nein! Nein, 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 nein! Hat das Seife da dran gemacht? Nee, ich glaube nicht. Krank im Kopf. Ja, das stimmt. Also, Digga, es würde mich so krank wundern, wenn das jetzt... Nein, danke. Da steht Gefahr drauf. Ja, ja. Nein, das ist Alk, das ist Desinfektion. Das ist Alk und das trinke ich. Kann es sein, dass es bei euch eigentlich in den Videos gar nicht darum geht, was zu kochen? Doch, also eigentlich ist das Ziel immer irgendwas zu schaffen, was einfach essbar ist. Habt ihr schon mal was richtig Leckeres gemacht? Also hieraus wollen wir jetzt Köfte machen, ja? Ja, das sieht doch schon mal fast danach aus. Kann man aber so hier Köfte ist abnehmen, grün. Oder? Aus Wasabi. Wasabi oder so. Ja, Wasabi. Ey, wollt ihr schon mal das... Nein, das ist die Eiergarten. Wasabi! Digga. Ich hatte meine Küche sah danach aus wie ein Haufen Scheiße, wirklich. Wirklich, ich glaube, das funktioniert, aber ja. Wir werden sehen. Das ist Köfte, das siehst du auch, das ist Köfte. Was kannst du eigentlich? Entschuldigung, es tut mir leid. Hä, ist das immer so, dass man so Chemiepaste hat und dann muss man das so Sachen nachformen? Chemiepaste, das sind Bohnen. Digga, wirklich, ich bin da fast verzweifelt. Ich bin da wirklich fast verzweifelt. Ich mag die beiden sehr, 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 sehr gerne. Und wir waren ja auch gestern noch zusammen unterwegs und ich habe ja auch Jan noch mit hin und zurück genommen. Und wir sind ja auch privat, machen wir wirklich echt zwischendurch jetzt mittlerweile immer mal wieder was. Aber wirklich, also das gibt so, es gibt einfach, da, ich bin, hat mich mental fertig gemacht, ne? Ich wusste nicht weiter. Ich könnte ja schon mal eine Zwiebel schneiden. Das kannst du gerne machen, ja. Zwiebel schneiden. Bro, wir müssen jetzt einfach freestylen, weißt du? Ach, wir haben gar keinen Knoblauch, oder? Doch, habe ich auch gekauft. Dann mache ich schon mal den Knoblauch. Du kannst ihn hiermit schneiden. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, der wollte sogar später eine komplette Ding da reinschmeißen, eine ganze Zwiebel oder so, ne? Noch nie vegetarisch gegessen. Du hast noch nie in deinem Leben was Vegetarisches gegessen, nee. Oder? Hast du der hat noch nie in seinem Leben vegetarisch gegessen. Leute, jeder hat schon mal einen Apfel gegessen in seinem scheiß Leben, Alter. Wirklich. Apfel gegessen? Nee, ne? Du hast immer Apfel mit Schinken, oder? Das kann ich jetzt. Ich würde dich trauen. Nee, da kommt noch jemand vor. Aber die Zwiebel hat es in sich. Nein, 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 Tim. Der wollte die ganze Knoblauchzehe da reinschmeißen. Wenn du das so da reintust, dann beißt da jemand drauf und der stirbt. Knoblauch ist lecker. Knoblauch ist gar nicht lecker, Alter. Findest du nicht? Würdest du einfach eine Zwiebel. Würdest du einfach eine Knoblauch. Grüße geht raus an der Stelle, Nakani. Wir essen, Bro. Ja, safe. Nie im Leben. Guck mal, ich glaube, wenn wir das jetzt gleich irgendwie zu so formen. Eingeweichte Brötchen machen wir gleich da mit da rein. Warte. Digga, ist das ekelhaft. Beleidigst du gerade mein Essen? Digga, das ist alles komplett falsch. Ich habe wirklich einfach die ganz falschen Sachen gekauft. Jetzt musste ich aus diesem komischen Burgerbrötchen, was ich eingeweicht habe, Digga, musste ich dann eine Masse formen. Und dann musste ich noch ein Burgerbrötchen auf den Grill legen, auf den Toaster, Junge. Warten, bis das Fass verbrennt, das dann zerbröseln. Und dann, Digga, dann konnte ich anfangen, das irgendwie in eine Masse zu pressen und damit dann Paniermehl zu machen. Also, so verloren, Digga, wirklich so verloren. Die Zwiebel ist richtig, ja. Das hast du gut gemacht, Jan. Ich mach schon mal Petersilie. Wie viele Wochen oder Franz? Ich hab da so einen Baum geholt. Der hat einen ganzen Baum geholt, Leute. Ist das ein Bündel? Ja. Nein, das ist kein Bündel. Das ist ein Eisersteckel. Ja, warte. Digga, der nimmt das in die Hand und sagt, ist das ein Bündel? Leute, ich schwör, ich... Digga, nächstes Mal gehe ich noch mit denen einkaufen, Alter. Wirklich, das ist... Ich bin so ruhig geblieben. Ich denke, ja, ich dachte einfach, ein Bündel ist in der Leere. Das Ding ist auch, ich wusste halt, danach kam noch der Hyper-Extreme mit dem Minecraft-Kuchen, den wir sehr gut hinbekommen haben, Junge. Ich musste ruhig bleiben, weil ich hatte keine Zeit mit denen dazu zu diskutieren. Ja, aber ich dachte, das hier sind dann die mehreren Stänge. Tim, ich stell mich gerade wirklich nicht doof, ich meine das gerade mit ernst. Du bist einfach dumm, ne? Ja, ich kann da gar nichts für. Bro, das ist insane. Würdest du dich selber als guten Koch bezeichnen? Ja, das tue ich auf jeden Fall. Du bist da ganz... Ja, bei uns ist das klar, dass ich so ist. Dass ihr gute Köche seid. Ja, natürlich. Digga, willst du mich verarschen? Wir haben jetzt schon ein Jahr. Hier, Erfahrung. Dankeschön. Junge, ja, ein Jahr beim Scheiße kochen, Alter. Jedes Mal, wenn ich eure Videos gucke, denken, was macht ihr da? Kochen. Willst du mal beim Backen mit dabei sein? Nein. Aber bei 50.000 Likes vielleicht doch. Ihr habt's gehört, Leute. Lost. Pass mal auf, guck mal, ich habe jetzt hier gerade, weil wir auch kein Panier mit haben, weil du hast ja letzterweise Weizenmehl gekauft. Das ist ja genau das Gleiche. Habe ich jetzt einfach Burgerbrötchen gemacht. Und wenn man das jetzt hier klein macht.
Digga. Triggert der Hund dich? Ein bisschen, aber der ist süß. Nein! Das gehört doch da rein! Nein, überhaupt nicht. Doch! Nein! Nein, 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 bitte! Beiß davon mal ein Stück. Schmeckt das? Digga, wir machen hier einfach alles unordentlich einfach. Ja, das ist in einem Jankuchen. Guck mal, die ist natürlich richtig. Ich helfe jetzt. Nein, hör doch auf, bitte! Du musst es ihm wegnehmen! Ja! Jetzt weißt du. Das ist ja das Ding. Wir hatten nicht nur die richtigen Sachen nicht, sondern auch eine Person, die keine Ahnung hatte, was passiert. Eine Person, die keine Ahnung hatte, was passiert. Und noch Tourette hat und mich dabei. Und dass da was Essbares bei rumgekommen ist, ist insane. Das ist wirklich insane. Guck mal, wie das ist in den Videos, wo du immer sagst: Tim, warum steht das da? Warum steht das hier? Wegen den Aufrufern. Ganz ehrlich, jetzt mach da noch ein paar Zwiebeln. Ja, ein bisschen Pfeffer kannst du. Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Nein! Finger weg! Als ob du noch. Digga, nein, nicht meine Küche. Das war Tims Tod, der hat dagegen gestoßen. Das warst du, ich hab's. Nein! Doch! Du warst es. Du musst für deine Fehler gerade stehen. Ja. Das stimmt. So, pass mal auf, weißt du, was wir jetzt machen? Ich save das jetzt. Mach da jetzt nicht das Mehl rein. Doch, weil ich hab das nämlich jetzt, Leute, ich hab das jetzt gestreckt. Das ist wie bei Kokain. Gutes Koks, streck mal mit Mehl. Was? Weißt du warum? Nee. Damit wir es ein bisschen. Es wird absolut scheiße schmecken, aber es geht ja um das Aussehen, oder? Auch. Es ist wie bei einer Frau. Wird das gleich etwa rot? Was? Nein, es wird nicht rot, aber ich glaube... Aber willst du jetzt... Nein, nein, nein! Bro, warum? Du willst das trinken! Ja, das müssen wir ein bisschen mehr Flüssigkeit, aber ich glaube dadurch... Ein bisschen mehr Flüssigkeit. Nein, 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 warte! Das ist auch, also wirklich, Digga... Warte, nein, 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 nein! Ich glaube, nein! Nein, 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 nein! Doch, ja, ganz genau! Ja, ja, ja. Nein! Nein, stopp! Warum, Mann? Okay, bring es beides weg. Lass es los. Ist immer so geil, wie es danach so kurz peinlich ist. Danke. Alter! Das sah bis gerade noch so gut aus. Du Leute, geh mal Haare fährt. So, guck mal, aber jetzt haben wir, glaube ich, eine gute Konsistenz. Triggert sich das Kochen eigentlich mehr bei Revi dabei? Nein! Also, ich muss sagen, ja, tut es. Auf! Nein. Nein. Nein, 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 Salz, bitte, hör auf! Ja, geil! Nein, 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 lass los! Digga. Du hast schon so Griffe drauf, wie es sich ab... Du musst immer direkt kitzeln. Echt jetzt? Ja. Serengeti existiert nicht. Nein. Das war auch so wild, ich habe ihm gestern ein Messer gegeben und alle Leute am Tisch hatten Angst, dass ich sie wirklich absteche. Existiert nicht. Der sticht dich gleich einfach ab. Ja, aber ist mir doch egal, ist alles egal. Komm, du klickst auf jeden. Gute Dampf, ey. Ich bin so geistig. Tim? Mach das. Das krieg ich hin. Das kenn ich, das kriegst du gleich hin. Nein, Zwiebeln müssen da nicht rein. Nein. Digga. Bitte hör doch mal. Wo hab ich die geschnitten? Ja, warte, die brauchen wir später noch, bitte. Ach, ja, da können die gerne mit. Ja. Ja, da nicht, nein. Einfach nur pure Stress, wirklich. Einfach nur pure Stress. Tim, jetzt mach doch mal. Ja, was soll ich denn machen? Die Zwiebeln liegen doch hier. Guckst du dazu? Jetzt weißt du, wie das ist. Digga, Mann, die Scheiße. Oh Mann, du. Boah, wo soll ich die denn hinräumen? Ein anderes Zimmer oder was? Der steckt das zwischen meinen Fingern durch. Hör auf jetzt! Zwischen meinen Fingern durch, ha! Frontet mich dann noch, weil ich kein Deutsch kann, Digga. Du könntest mit Katja Burg verwandt sein, genau. Ich hab's gestern geschafft, Jan, glaube ich, einen Tick rauszukitzeln, der, keine Ahnung, wie lange hat der gebraucht? Der hat, boah, bestimmt eine Minute lang oder sowas hat er gedauert, weil ich ihn immer wieder neu getriggert habe, Digga. Sprachfehler. Mann! Ich schlag ihn einfach. Du eigentlich nicht. Tim, mach das einfach. Ja, ich mach das. Was machst du da? Nein. Warum musst du da immer irgendwas reinstecken? Sei froh, dass es das ist. Oh oh. Es ist was Essbares dabei rumgekommen, ja. Oh, oh. Ja, nach 30 Minuten wird ja. Nein! Digga, ich geh zur Kamera, starte die Kamera kurz neu und dieser Terrorist, dieser Hooligan, Digga, dieser dumme Hooligan macht einfach alles kaputt, Alter! Ey, ich reg mich im Nachgang so auf! Nein! Mann, Tim, du musst aufpassen, ja, was du machst! Die Kamera war aus, ich hatte Angst, dass die Aufnahme weg ist. Oh nein! Okay, pass auf, ich verrühre das mal ganz kurz, wir ja? Wir lecken das mit Pfeffer. Nein! Mann!
Digga, ey, so stressig. Ich krieg einfach Burnout, wenn ich das angucke. Ich komm das jetzt alles. Okay, pass auf. Nein! Wie viel Geld denn hier? Ja! Das kommt jetzt alles weg. Okay, pass auf, wir kriegen das jetzt hin. Warte, pass auf ihn auf, pass auf ihn auf. Ich bin doch gerade. Nein! Guck mal, das Ding ist. Ich bin emotional am Ende gewesen, Digga. Ich räum was weg. Ich räum was zur Seite. Und Tim rennt mir hinterher, anstatt mir zu helfen. Junge, ich war am Arsch, Digga. Ich war am Arsch, Mann. Digga, Comedy. Comedy-Stunks. Warum gibt's mir auch das? Das sind die Zutaten. Es war einfach nur schrecklich, Mann. Ich würde es normal machen. Das ist falsch. Okay, pass auf. Ich würde jetzt sagen, komm mal her. Wir machen es jetzt folgenderweise. Gib mir mal davon was. Wir nehmen jetzt davon dem Zeug ein bisschen. Das ist das Ding. Ihr seht ja hier, wie Giese da schon die ganze Zeit die Umgebung scannt, um zu gucken, was kann ich jetzt noch für eine Scheiße bauen, ne? Das wird niemals funktionieren. Nee. Wir nehmen was Ei, packen es drumherum und dann musst du eigentlich Paniermehl drumherum. Weißt du, was ich meine? Also quasi halt... Aber Tim ist verwirrt, aber es hat geschmeckt, Digga. Romeox, danke. Jetzt so. Und das kann man dann braten. Das ist so, glaube ich, die Idee dahinter. Nein! Ah! Ich fühle mich hier nicht ernst genommen, weißt du das? Ich? Der dumme Penner hat einfach noch mehr reingeschmissen hat, Alter. Tim, mach doch was! Was soll ich denn machen? Soll ich den raustragen? Pass auf, kriegst du das hin? kriegst du sowas hin? Guck mal, das ist jetzt... Das sieht jetzt wirklich eklig aus, aber letztendlich ist es halt auch nur Erbsenpüree, also Edamamepüree, mit bisschen Gewürzen dran. Mit selbstgemachten Paniermehl, ein bisschen Ei drumherum in die Pfanne angebraten, hat geschmeckt, war gut. Das ist ein richtig fehlgeschlagener Wurm. Was ist ein fehlgeschlagener Wurm? Das ist ein fehlgeschlagener... Wann hat ein Wurm denn nicht... Wann, ach. Es gibt Regenwürmer mit Trisomie 21. Wie geht das zu einem Wurst, zu Würstchen? Oh mein Gott. So? Ja, du weißt doch, wie eine Wurst aussieht. Ja, schon, aber das... So sieht Scheiße von Vegetariern aus, Pepega. So, das geht nicht. Ja, dann matsch ich das kaputt. Guckt euch an, was ich da hingelegt habe. Und guckt an, was der da hingelegt hat. Einfach einen fetten Haufen Scheiße, Digga. Also ich finde super, wie uns das bis jetzt klappt. Wir sind ein gutes Team. Würde ich absolut nicht sagen. Würde ich so nicht unterschreiben. Jan, das machst du ganz toll, wirklich. Danke. Das war ein Witz. Ich hab's mir schon fast gedacht. Ach, wann kommt das Ei ins Spiel? Das hast du gar nicht benutzt, ne? Doch, einmal kurz. Aber die Hälfte ist da drin liegen geblieben. Das ist einfach der größte Scheißhaufen, den ich jemals gekocht habe. Ich find's gut. Also es geht eigentlich. Finde ich. Ja, es ist halt eher so, also es ist halt absolut nicht das, was es werden soll. Aber wenn man Vegetarier ist, isst man ja alles nur aus Bohnen und gar kein Fleisch und so, ne? Das ist mir gerade so. Digga, der sagt, wenn man Vegetarier ist, isst man alles nur aus Bohnen. Leute. Ich konnte nicht, ich war verloren. Ich konnte nicht mehr. Aufgefallen. Also Fleisch ja. Essen die nicht, das haben die so an sich. Ja, Vegetarier essen nur Bohnen. Ja, es ist ja so. Unge zum Beispiel, Unge, da, als Veganer darf man ja auch keine Bohnen essen, ne? Echt nicht? Ja. Als Veganer darf man keine Bohnen essen und der sagt echt nicht, Mann, Alter. Bohnen sind ja teilweise noch tierisch. Wie sieht's bei dir in der Zementfront aus? Guck dir, der andere matscht da einfach so rum. Ich erzähl dem einen, dass Bohnen nicht vegan sind, Alter. Leute, das war wirklich einfach, naja, das sind Sozialstunden, die ich da gemacht habe. Da ist kein Platz mehr. Hä, aber was isst du denn als Veganer? Gar nicht. Digga, Tim. Kannst du essen. Und Katzenfleisch. Katzenfleisch ist nicht vegan. Ja. Nicht das Katzen. Aber kommt das... Nein, 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 nein! Nein, nein, hör auf! Mein Plan war so gut. Als Veganer darf man nur Alkohol trinken. Größtenteils an meinen Fingern. Wisst ihr, was das Problem ist? Was? Wenn man Köfte bei Wish bestellt, Digga. Danke, ein Spieß für den Köftespieß. Wenn ich da reinpasse, ist das heiß. Das ist ein super Spieß, Jan. Mit einer ganz tolle Wurst. Das geht nicht besser. Der schmeißt das einfach da in die scheiß Pfanne rein, Mann! Das mache eher so einen Bauklotz. Kotz gleich. Nein, so ist... Ich kotz gleich. Das ist richtig. Was machst du hier? Das geht nicht besser, es tut mir leid. Ich bin es nicht schwierig. Hör auf jetzt! Der hier ist auch komplett verloren, der versucht gerade da hinten das durchzustecken. Der hat das rausgeschnitten, der hat das einmal falsch rum da drauf gesteckt. Der hat das zuerst so länglich durchgesteckt, Digga. Der hat noch nie einen Köft in seinem... Ey, Leute, ich war so überfordert, Mann! Hier einfach Sachen in die Pfanne zu werfen! Das kann man aber noch zusammendrücken in der Pfanne. Du kleine Scheißmaus! Hör auf, Sachen in die Pfanne zu tun, bitte! Ich bin so in die Köpfe spießen. Mann, Leute! Warte, das war noch nicht alles. Okay, pass auf, warte. Guck
Guck mal, der da hinten, Digga, wie Tim da am Tryhard ist, ne? Guck mal hier wieder, der ist so richtig. Und ich bin hier mit ihm am Kämpfen, Leute. Ich musste an zwei Seiten gucken, dass die keine Scheiße bauen. Ich weiß nicht, wer von den beiden schlimmer ist. Ich bin letzten. Fertig. Ich bin letzten. Aber ich mag sie. Ich kann sagen, was ich will. Ich liebe sie und ich mag die Jungs, ne? Da sind die Köfte-Emotes im Chat sehr stark. Machen wir einfach einen großen Pfannkuchen. Was? Das ist voll die Idee. Warum machen wir das nicht direkt? Ein Köfte-Pfannkuchen. Das ist voll die Marktlücke. Nein, das ist keine Marktlücke. Das ist keine Marktlücke. Glaube ich nicht. Warum nicht? Hör! Der schmeißt einfach noch weiter Sachen in die Pfanne. Auf, hier Sachen in die Pfanne zu werfen! Das ist aber viel schlauer, wenn ich man das erst in der Pfanne dazu würfelt. Ich meine, zerteilt. Ding Dong! Die Zeugen Jehovas sind da! Ich finde, das ist gut geworden. Normalerweise hat man dazu Köfte jetzt so Minzjoghurt. Aber da wir weder Minze noch Joghurt hier haben, doch, wir haben ja wollten wir nicht Minztee da reinmachen? Wir machen jetzt nicht einfach Minztee da rein, nein. Wir haben dann überlegt, ob wir Minztee da reinmachen mit Joghurt, Digga, aber das hätte dann sicherlich nicht funktioniert. Tim war der ernsthaften Überzeugung, dass wir Minztee nehmen könnten. Aber ganz ehrlich, Digga, guck mal, der hier sieht wirklich gut aus. To be honest. Ich finde sie wirklich gut. Warte, lass uns mal einen Screenshot machen für Kamera. Digga, ganz weird, ganz, ganz weird. Perfekt. Gut, Jungs, nehmt euch jeweils einen. Gar nicht weg. Nö. Hat geklappt. Bisschen scharf finde ich es nur. Ja. Bisschen scharf? Also, ich fand's lecker, es war in Ordnung. Digga, bist du ein Rost? Auf alles sogar. Also ganz ehrlich jetzt, eigentlich ist das ein echt nices Rezept. Ja. Komplett gefreestyled natürlich. Siehst du, sowas kommt dabei raus, wenn man halt Freestyle kocht, ne? Naja, seid ihr zufrieden? Ja, sehr. Ich find's cool. Vielen Dank an dich fürs Helfen. Danke für deine Küche. Mach den hier sauber dann auch, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. War lustig. Wir haben nicht sauber gemacht, nein. Ich bedanke dir fürs Mitmachen, dass wir hier kochen durften. Ja, danke, dass wir in deiner Küche missbrauchen durften. Schaut auf jeden Fall bei Revi auf dem Kanal vorbei. Hinter! Das ist auf jeden Fall auch noch ein sehr lustiges Video. Genau, mit Revi haben wir vorhin auch ein Video gemacht. Ja, Leute, schauen wir mal ganz kurz in die Kommentare. Wir wussten auch schon am Anfang, dass Revi und Gisela absolut, Revi wird absolut zerstört bedeutet. Sojaflocken, Jan hat eh der Warme mitgebracht. Paniermilch, Jan, wir haben wir. Revi, das ist Weizenmehl. Minze, Jan habe ich nicht gefunden. Profiköche wieder am Start. Das Zitat der Woche ist, ich habe noch nie in meinem Leben etwas Vegetarisches gegessen. Revi, der Produktive in der Gruppenarbeit. Jan, der nur stört und ablegt. Ich, Tim, der versucht produktiv zu wirken. Alternativer Titel, Revi being triggered for 10 minutes straight. Ich habe Revi noch nie so verzweifelt gesehen. Er hat gar keine Kraft mehr, um Tim zu beleidigen. Es ist wirklich so gewesen, Leute. Ich war fertig, ne? Revi, hast du wirklich einen Schulabschluss? Tim, stelle ich mir gerade wirklich so dumm. Lasst! Gut, Leute.